Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Daughters of Ashe. Beim letzten Mal haben wir uns noch durch den DLC gekämpft mit einem etwas unbefriedigenden Ende, muss ich sagen. Aber das war vielleicht, weil wir jetzt halt den Alternate DLC gespielt haben. Ja, das ist jetzt halt so. Können wir nichts dran ändern. Und wir sind jetzt hier in der Bibliothek. Das ist ein One-Shot. Wir machen erstmal die Kleinen weg. Die wurden hier echt strategisch fies positioniert. Das kann man nicht anders sagen. Okay, Dicker. Na komm. Mach was. Ich weiß nicht, das ist ja der im normalen Spiel, der einem in den DLC bringt. Das heißt, ich glaube, wenn wir sterben, Crystal Sword, werden wir mal gucken, ob sich im DLC was geändert hat. Wobei, nee, normalerweise droppt er ja den Pendant und den haben wir ja schon lange eigentlich. So. Der ist gebufft, der Penner hier. Ich glaube, unsere Waffe ist hier echt zu hoch. Oh. Wobei es ziemlich fies ist. Ich werde wahrscheinlich für den Boss eine andere Waffe verwenden, aber... Für die Kleinen hier... Whispering Halls, the Duke's Archives. So, der ist down. So, Zauberheini. Es liegt hier immer so ein bisschen viel Scheiße rum. Das war nicht ganz so gut. Boah, der ist auch ein One-Shot. Ist die Waffe einfach so gut? Oder ist das einfach... Ich meine, man kommt hier relativ early hin. Das ist wahrscheinlich für plus 10 Waffen gebalanced. Denke ich. Wobei der DLC auch relativ easy war. Von dem, was die Gegner ausgehalten haben. Es waren halt primär Massestadtklasse, ne? Die brauchen immerhin 2 Hits. Sie geben aber 960 Seelen. Die geben wesentlich mehr Seelen als alles, was im DLC war. Das heißt für mich, dass man die eigentlich, dass das Gebiet eigentlich nach dem DLC stattfinden muss. Oder der Mod ist halt einfach nicht so gut balanciert. Also ich meine, das ist im Endeffekt ein Hobbyprojekt von jemandem. Kann man nicht erwarten, dass dann alles hundertprozentig halt gut balanciert ist. Ich denke, das ist eine unrealistische Erwartung. Ich bin da manchmal vielleicht auch ein bisschen harsch gewesen mit dem Mod. Jetzt in der Vergangenheit mit meiner Kritik in gewissen Punkten. Aber... Naja, im Endeffekt, man vergleicht es halt instinktiv mit dem normalen Dark Souls 1, beziehungsweise mit Dark Souls 2 und 3 natürlich auch. Oh oh. Och, och, oh, what? Man vergleicht es halt instinktiv mit Dark Souls 2 und 3 auch und die haben halt, gibt es halt viele Dinge gerade, ach, ich müsste hier den Aufzug runterlassen sollen, oder? Viele Dinge, die halt so ein bisschen gepolischter sind, wo man halt einfach ein bisschen merkt, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat als bei Dark Souls 1. Ja. Und es wäre halt schön gewesen, wenn auch ein bisschen was davon... Ne, ich kann ihn nicht wieder runterschieben, ne? Es wäre halt schön gewesen, auch wenn ich ein bisschen was davon es auch in den Mod geschafft hätte. So, da sind... Von denen sind halt echt viele da. Dann haben wir hier noch einen. Der Zauberer ist auch respawned.
Also von der Gegnerpositionierung und so ist das schon echt nicht ohne. Das sind hier echt super viele Gegner auf einem Haufen. So, den haben wir gepult. Oh. Oh. Oh, oh. Es kann echt schnell gehen. Also, wir machen zwar... Wir machen zwar super viel Schaden. Okay. Aber sie eben auch. Wobei, sie sind gebufft. Durch den Zauberer. Sie machen halt auch super viel Schaden. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen denke ich... Ist es schon wichtig, dass wir hier eine gute Waffe haben, die auch ordentlich was an Damage austeilt. So, Zauberer ist down, hier kam aber nochmal einer, oder? Ja. So, dann haben wir ihn. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir hier alle nochmal machen müssen. Und es ist auch, ich find's gut, dass es mehr Gegner hat. Dass es so ein bisschen kniffliger ist. Die zwei sind echt fies. Okay, erster ist down. Zweiter ist auch down. Nice, gute Sache. Hier haben wir sogar Loot. Crystal Drake Sword. Und das ist eine Kiste. Aber ich höre irgendeinen Zauberer. Was zur Hölle bist du? Einen Typi. 2000 Seelen. Great Magic Weapon. Wow. Nicht schlecht. Kein Mimik. Und Egg Vermi. Fuge, Tuge. Irgend sowas. Werden wir die bald brauchen? Vielleicht. Okay. Oh, da haben wir in die Wand gehauen. Okay, hier ist aber nichts mehr. Gut. Seite geklärt. Müssen wir nicht mehr hinkommen. Irgendwo schießt noch einer. Ich weiß nicht. Wo? Spielt's eine Rolle? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach weiter hoch. Was? Hier war was. Pull Lever. Ach so. Okay. Das ist einfach nur, um den Fahrstuhl wieder runterzuholen. Jetzt ist die Frage. Jetzt kommen wir gleich zu Seath. Müssen wir da auch sterben? Ich werde auf jeden Fall versuchen, so gut zu spielen wie möglich. Also ich werde mich nicht einfach töten lassen, sondern einen legit Try machen, ihn zu töten. Für den Fall, dass es geht. Weil es würde mich nicht überraschen, wenn man dann gesagt hätte, hey, hier, Seas, kannst du direkt killen. Okay, gucken wir mal. Das ist gleich. Wir kommen hier, glaube ich, gar nicht an ihn ran, oder? Oh, das ist relativ viel Curse-Scheiße. Töten lassen ist okay, aber... haben wir den Curse-Bite-Ring? Okay, okay. Wir sind tot. Und uns auch gerade übelst geleckt. Und die Lautstärke ist auch jenseits von gut und böse. Also, ich glaube, man kann gar nicht wirklich Damage machen. Okay, es ist gleich wie in, im normalen Dark Souls. Das heißt, wir können den Curse-Bite-Ring wieder ausziehen erstmal. Ich meine, zu sterben ist okay. Wenn ich jetzt hier gecursed geworden wäre, wäre das ein bisschen... Wobei, ich glaube, wir... Haben wir noch einen Purging Stone? Ja, ich hätte noch einen Purging Stone. Okay, das wäre jetzt nicht das Ende der Welt gewesen. Oh. Ist locked. Okay, da müssen wir wieder den Schlüssel kriegen. Ich glaube, das war so irgendwie, oder? Okay, it's locked. Willst du hier aufmachen? Willst du nicht? Wir können mal das Bonfire... Ah doch, jetzt macht er auf. Ja, wir können trotzdem mal kurz rasten.
Hallo. Doch, der Herr. Er denkt hier nicht von irgendwo. Wow. Boah, was der für ein Damage macht hier mit dem Parry. Parry King. What? Holy shit. Holy shit. Der meint's ernst. Der meint's echt ernst. Ach du meine Güte. So. Komm. Moment mal. Erstmal kurz. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Platz. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal um die kümmern. Ihn wegmachen. So, jetzt kann's kommen. Mach auf. Alles klar. So. Oder eine Doppel-Attack. Spielt aber nicht so eine Rolle. Archive Tower Selkie. Okay. Nice. Der wird nicht respawnen, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, im Prinzip können wir uns jetzt wieder hinsetzen. Das kurz überprüfen, ob der wirklich nicht respawnt. Nee, tut er nicht. Genau, jetzt läuten die da das Ding. Oh. Ich weiß nicht. Die hatten zwei Hits aus. Aber das war nix. Die wollen normalerweise da hochklettern. Und da ihren Unfug treiben, aber das so nicht. Gucken wir uns hier kurz um. Skelette. Wir haben Seelen gekriegt. Sollte nicht wieder aufstehen. Spannend. Man hat hier Skelette reingepackt. Okay, jetzt kommen da die Freaks. Die sind eigentlich... Die geben immer super viele Seelen. Ach, guckt euch das mal an. It's locked. Okay, den Schlüssel haben wir nicht. Naja, ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie einen Schlüssel für... Ach, Moment mal. Da kommen wir, glaube ich, rein, indem wir irgendwo runter... Irgendwo kommt man runterspringen. Was soll denn das? Das sind die Sunlight-Maggot-Dinger, oder? Die trifft man halt nicht. Hier konnte man runterspringen. Das Diebes-Set, okay, das ist, das ist einer aus dem DLC. Und hat was gedroppt. Large Shine Night Shard. Ist jetzt nicht unbedingt was, was wir noch brauchen, aber... Man nimmt es, oder? Au, oh, der hat eine ganz schöne Range hier, der Junge. Wie viele Seelen die geben. Oh, wir haben einen übersehen. Das tut mir leid. Heilen wir uns mal hoch, weil wir machen zwar guten Damage. Sie aber auch. Der trifft uns hier nicht. Das heißt, wir können uns erstmal hier um die Jungs hier kümmern. So, erst das weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen. What? Ist es ein... Sind wir down? Ne, wir sind nicht down. Das macht nicht mal so viel Schaden. So, ich werde kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Wir heilen uns voll, weil die Gegner hier sind echt, wie gesagt, wir machen viel Schaden, aber sie auch. Und wir haben nur sehr leichte Rüstung an. Die geben nur 400 Seelen hier. Und in Sensfestung haben sie 5... Ach Mist, echt? In Sensfestung haben sie 500 Seelen gegeben. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Oh, oh. Zwei auf einen Streich. Gute Sache. Boah, wie viele Seelen wir hier kriegen, das ist ja abnormal. Von den Jungs. Man darf die nicht unterschätzen, Deck. Die Grab Attack, die hat eine echt hohe Range. Da oben liegt ein Item. Kommt man da irgendwie hoch?
Muss ja fast, ne? Sonst würde da kein Item liegen, ne? Schlaue Sache. Vielleicht können wir hier irgendwie raufspringen? Tatsächlich. Runterspringen ist, glaube ich, nicht. Oha. Oh, shit. Das war falsch. Oh, das könnte eine Weile dauern. Ihr kennt mich mit den Sprungpassagen. Mist. Ja, das ist wieder so eine Sache. Da bin ich einfach nicht gut drin in Dark Souls. Ich habe kein Problem mit einem guten Sprungpassagen, wenn das Spiel dafür ausgelegt ist, aber Dark Souls ist es einfach nicht. Ich mag auch schwere Plattformer grundsätzlich. Okay. Ah. Oh je, oh je. Wir müssen wahrscheinlich auf dem Ding drauf landen, oder? Das hier geht nicht. Oder können wir darüber springen? Oh, ich weiß es nicht. Ah, meine Güte, meine Güte. Alternative Routen. Hierauf. Nope. Das geht nicht. Da haben wir nochmal die anderen. Ich glaube, wir müssen auf dem Ding oben drauf landen. Das ist... Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Okay, lassen wir das erstmal. Ich werde das gleich offscreen machen, weil das wird dauern. Sehr lange. 80 Seelen. Miracle, okay, der ist nicht tot. Der braucht 2 Hits. Smoothing Sunlight, die ist zu, oder? Ja. Dann gucken wir uns nochmal kurz an, was oben ist. Vielleicht können wir von oben auch irgendwie runterspringen. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube wirklich, dass man da irgendwie irgendwas tun muss. Haben wir eine Kiste. Und wir können das hier mal ziehen. Oh, da ist ein Gegner. Oh, 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 oh. Okay, er trifft auch nicht. Wir haben aber, es fehlt uns immer noch der Schlüssel für die ganze, für die Tür oben. Also ich vermute einfach mal, das ist ein Mimik. Ich vermute einfach mal, dass die Tür abgeschlossen ist. Boah. Die Mimics sind immer gefährlich. Also ich kann einen halt One-Shot. Archive Tower Entrance Key, okay. Den haben wir. Na gut. Da unten ist auch noch ein Gegenstand. Da müssen wir dann nochmal zurückkommen, aber das ist sollte nicht so ein Problem sein. Wie gesagt, hier runterspringen ist nicht. Das heißt, ich werde unten gucken, dass ich das irgendwie hinkriege mit der Jump-Passage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich da oben bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hab's geschafft. Oh, es hat ein bisschen gedauert, aber Lost Selkie. Es war wichtig, dass wir den gefunden haben. Meine Güte. Ist das der hierfür? Es ist super fies, dass man Schlüssel an einer Jump-Passage... Dass man Schlüssel in einer Jump-Passage versteckt quasi. Das ist echt gemein. Weißt du, das ist einfach echt...
Ich finde das super in Nioh, dass man nicht springen kann. Das Springen in Dark Souls ist einfach nicht gut implementiert. In allen drei Teilen nicht. So, das war wahrscheinlich der Schlüssel hierfür. Oh, das Havel. Mensch, jung. Kämpfst du? Er kämpft nicht. Ich meine, wir können ihn töten für Havels Ring. Wahrscheinlich. Ich kann ihn nicht anvisieren. Und er ist da stuck. Er kommt nicht hoch. Sollen wir ihn töten? Ach komm. Erlösen wir ihn von seinem Leiden. Gute Sache. Was droppt der? Der Drachenzahn und sein Großschild. Okay. Sein Ring hat er nicht gedroppt. Der ist dann wohl irgendwo sonst wo. Aber das ist okay. 20.000 Seelen reicht nicht für ein Level Up. Das hier war die Zelle mit unserem Leuchtfeuer. Es gab, glaube ich, gab es nicht noch hier oben irgendwas? Ich dachte, man konnte doch von da oben noch irgendwie was tun. Vielleicht mit strategisch runterspringen, oder? Von da drüben. Hier durch. Hier lang. Dann hier runter. Hat zwar super viel Damage gemacht. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Und da ist auch Loot. Gute Sache. Okay, das war jetzt nicht, ne. Nichts Weltbewegendes. Aber trotzdem. Was man hat, das hat man. Ich glaube, damit haben wir hier alles. Wir müssen nochmal zurückkommen, wenn wir einen anderen Schlüssel gefunden haben. Der war ja im Basisspiel etwas weiter unten im Level. Es kann natürlich sein, dass er hier in diesem Mod irgendwo ist. So, Archive Tower Entrance Key. Na gut, ich meine, der Schlüssel, der jetzt halt da in der Sprungpassage gehalten wurde, im Endeffekt hat er uns nur Havels Zeug gegeben. Oh, hinter uns. Und ich höre einen Bogenschützen. Da ist er. Und da steht bestimmt noch einer um die Ecke. Ah, Mist. Timing falsch. Oh. War klar. Nichtsdestotrotz. Das war Glück. Wir haben eine Menschlichkeit. What? Wir haben eine Menschlichkeit. Das ist theoretisch. Mir wäre es wahrscheinlich klug, hier das Bonfire zu kindeln. Wir gucken mal, wenn wir Level Up machen können, dann werde ich das dann wahrscheinlich machen. Der ist echt fies. Also generell, die Bogenschützen sind gefährlich. Whispering Halls, da sind wir wieder zurück. Aber den Kollegen, der ist ein One-Shot. Aber hat noch Freunde. 1400 Seelen. Respawnen die nicht? Man weiß es nicht. Doch, die respawnen. Also der erste hat zumindest respawnt. Da drüben ist er. Da kommen wir momentan nicht hin. Müssen wir erstmal hier ein bisschen die Treppen umgestalten. Da unten war normalerweise ein Leuchtfeuer. Das ist wahrscheinlich weg. Oh. Warum habe ich den nicht getroffen? Hallo? Dankeschön. Crystal Sword, okay. Gehen wir mal hier hoch. Oder gehen wir erstmal geradeaus weiter. Weil hier ist ein Dead End. Und hier ist nichts. Man kann jetzt wenn das hier immer noch so ist, die Treppen umschalten. Ich
vermute mal, das wurde nicht geändert. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Da ist noch einer. Und irgendwo schießt schon wieder jemand. Hat aber verfehlt. Gute Sache. Den haben wir. Mimik oder nicht? Kein Mimik. Transient Curses kriegen wir hier? Treffen wir auf Geister bald? Vielleicht in der Kristallhöhle dann. So, der ist da drüben. Ja, da kommen wir gleich hin. Wir kommen gleich, Junge. So, hier haben wir nichts mehr. Sehr schön. Wir haben nur noch 3 Estus. Ist jetzt nicht mehr so viel. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... What? What? Was war das? OMG. Was zur Hölle ist da passiert? Ach du Scheiße. Ich meine, es ist nicht so ein weiter Weg, aber es ärgert mich so zu sterben. Es ist nicht, dass ich gestorben bin, sondern wie ich gestorben bin. Warum hat sich das wieder gedreht? War das ein Bug? So. Erstmal ihn ausschalten. Ah, was machen wir mit ihm? Mist. Wir müssen wohl oder übel erstmal den Golem platt machen. Hilft nichts. So. Einmal erwischt und zweimal und down. Bogenschützen sind gefährlich, weil man das gutes Roll-Timing haben muss, sonst passiert das. Langbogen, den haben wir schon. So. Zauberer ist natürlich wieder da. Down. So, ich probiere ein bisschen schneller durchzugehen diesmal. Ah, Mist. Timing verbockt. Hallo. Kamera, Kamera. Das ist immer eine ganz geile Sache in Dark Souls, wenn man mit der Kamera zu kämpfen hat. So, wo sind unsere Seelen? Da oben. Heilen wir uns. Schnappen uns unsere Seelen. Dann machen wir die ganze Geschichte nochmal. Diesmal bleibe ich in der Mitte stehen. Weil eigentlich... müsste das jetzt da anhalten. Tut es aber nicht. Das dreht sich wieder zurück. Es dreht... Was? Wie oft dreht sich das, bitteschön? Das dreht sich immer weiter. Es hört nicht mehr... Hört es nicht... Es hört nicht mehr auf, sich zu drehen. Das heißt, wir brauchen hier ein gutes Timing. Ah, das ist... Okay, das ist ein interessanter Change. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Was der Mod-Autor da gemacht hat. Ist halt wieder... Ist ein bisschen... Geschicklichkeitsfriemelig, bla. Aber es ist okay. Theoretisch können wir da unten hin noch. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber es ist sehr gefährlich. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich hier. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Vielleicht waren wir hier auch schon. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Nee, hier ist nichts. Schade. Boah. Es ist jedes Mal eine Zitterpartie.
Okay. Let's do it. Let's fucking do it. Es geht. Es ist nicht so übel, wie am Anfang befürchtet. Ach, mir echt. Hat er mich noch erwischt? Ach, die dreht sich jetzt auch. Das ist interessant. Es drehen sich direkt beide. Und hier ist es wieder sehr, sehr dunkel. Wir sind jetzt eine Etage höher. Gucken uns aber erstmal hier um. Wir hätten genügend Seelen, um... Naja, vielleicht nicht ganz ein Level-Up zu machen. So. Wir bleiben hier oben. Machen erstmal... Archive Tower Giant Cell Key. Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist die für da unten. Für die große Zelle, ja. Das heißt, wir können da jetzt nochmal hin. Was haben wir hier? Kein Mimik. Elizabeth Mushroom. Geil. Moment mal. Die haben sich aufgehört zu drehen. Das ist eher nicht so gut, oder? Weil die Treppe ist falsch. Wir müssen das wieder in Gang kriegen. Ich weiß nicht, warum es aufgehört hat zu drehen. Da ist ein Foggate. Okay. Alright. Wollen wir das so haben? Ich glaube ja. Weil... Nee, das ist kein Foggate. Hier sind wir rausgekommen. Ich denke, wir Heimatknochen uns... Machen wir mit den Elizabeth Mushroom drin. Wir Heimatknochen uns zurück, machen Level Up, gehen zur unteren Zelle. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Hört sich nach einem Plan an. Ich würde auch sagen, wir kindeln das Bonfire einmal. Nur einmal. 10 Estes reicht mir hier. Müssen wir nicht übertreiben. Ich denke, es soll für ein Level-Up reichen. Ja. Natürlich nicht. Dann, werden wir halt noch einen töten. Ist wahrscheinlich ein Waste, jetzt hier dieses Bonfire zu kindeln. Ganz ehrlich. Es war ein Waste. So. Machen wir ihn weg und dann... ich glaube, es fehlt noch einer. Einer mehr. So, jetzt der Level Up. Gute Sache. Endurance auf 30. Jetzt haben wir hier Vitality Endurance auf 30. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, was ich als nächstes steigern werde, aber jetzt... ich denke, wir rennen hier erstmal durch. Das könnte jetzt ein Suicide Run werden, aber ich will einfach primär das Item haben da unten. Wir können auch einen Heimatknochen auswählen direkt und uns dann zurückporten. In weiser Voraussicht habe ich ganz viele gekauft. Kann man nie genug haben, Heimatknochen. Eines der wichtigsten Items in Dark Souls, meiner Meinung nach. Oh, hier ist echt... Das ist richtig Partystimmung. Ah, der ist hier oben. So, ich möchte nicht von hinten behakt werden. Ich gebe ihm wieder richtig viele Seelen. Ich muss die wegmachen. Wenn ich die nicht wegmache, dann endet das in einem Desaster. Er hat was gedroppt. Einer noch. Humanity.
Nicht schlecht. Die droppen Humanities. Use Giant Tower Cell Key. Oh, hier haben wir. Ist das Big Head Logan? Oh, thank you very much. That makes twice. I will visit the Ark. Cool. Hast du was? Du hast nichts. Für uns dann gucken. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Okay. Na gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter da oben. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.